So. Klettern, klettern. Wir waren eine kleine Kletterorgie hier. Ich weiß nicht wieso, aber Breath of the Wild. Ich weiß, ich spreche es falsch aus, aber ich mag das. Hat mich so ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Das Spiel braucht echt eine Weile, um in Fahrt zu kommen, aber es hat mich gecatcht. So. Ja, viel, viel Dank nochmal. Rollenspiele sind immer geil. Ja, wenn sie mich halt entsprechend catchen. Ah, du spielst gerne Anno? Ja, da kannst du dich mit Mitchell gut unterhalten. Er spielt auch solche Strategiespiele. Ich spiele hauptsächlich mit ihm. Fanny zum Beispiel spielt auch gerne. Sehr gerne solche Strategiespiele. Sie spielt auch Anno, die dir gerade den Raid in der Pause gegeben hat. Also wie gesagt, gerne bei Mitchell, Funny, Zero, Desorax, wirklich gerne mal reinschauen, kann ich nur empfehlen. Für YouTube jetzt eher irrelevant. Aber die Streams, die kann ich wirklich nur empfehlen. So. Der Turm ging ja relativ easy. Der war ein bisschen verzwickt. Wegen dem Laufen und so, aber der war relativ gut. So. Den nächsten Turm schon frei. Cool. Gerade mal ein paar Follower rausgelassen. Danke dem Lieber. Alles gut. Gar kein Thema. Leute, die ich mag, die unterstütze ich auch. Leute, die ich nicht mag, nicht so gerne. Ich glaube, das versteht sich von selber. So, und ich finde, wir müssen alle sowieso zusammenhalten. Klar, auf Twitter gibt es so eine riesige Gemeinde und sowas und alle hier, Support ist kein Mord, Support kleine Streamer und hast du nicht gesehen. Aber die, die auf Twitch aktiv supporten, das ist wichtig. Twitter ist reine Nebensache. Twitter ist wirklich reine Nebensache, finde ich. Sondern die, die sich gegenseitig wirklich auf Twitch supporten, zwischendurch reinschauen. Es muss ja nicht jeden Stream sein, aber zwischendurch mal reinschauen, mal ein Hallo da lassen für ein Stündchen, vielleicht auch zwei Stündchen da sein. Alles gar kein Thema. Hast du ein Pferd? Yep. Meinst du es im echten Leben oder im Spiel? Im echten Leben hatte ich mal ein Pferd. Also beziehungsweise meine Mutter hatte mal zwei Pferde sogar. Hier im Spiel habe ich ein Pferd, ja. Ich bin müde, deswegen rede ich viel Bullshit. Da ist mein Pferd. Aljoscha. Genau. Ich habe jetzt den falschen Turm aktiviert, tatsächlich. Ich wollte eigentlich hier aktivieren. Das, ja, im Spiel habe ich auch ein Pferd. Finde ich gar nicht so schlimm, wenn du Bullshit redest. Ja, lieber Bullshit reden, als mich aufregen, ne? Ah, da hinten wollte ich hin. Wo ist denn hier der Turm dann? Da hinten? Quatsch, was glaube ich? Hä? Was ist denn da markiert? Was ist denn? Hey, was ist denn da hinten markiert? Nee, mein Pferd ist doch gar nicht so weit entfernt. Mein Pferd steht da unten. Irgendwo, warte.
Da steht mein Pferd. Habe ich da irgendwas markiert? Nee. Das ist hier irgendwie. Na egal. Ich schaue den Stream nur, weil ich Bock auf Zelda hatte und dich gefunden habe. Alles klar, also guckst du nur wegen Zelda und nicht wegen mir. Alles klar, danke. Gut, jetzt weiß ich, wo ich stehe. Nee, alles gut. Ich suche auch überwiegend erst nach dem Spiel und dann entscheidet sich, ob ich wegen dem Streamer bleibe oder wegen dem Spiel. Die Sorax wärmt jetzt nur das auf, was ich gerade gesagt habe. Was ist denn das da unten? Oh, ich habe keine Waffe, sehe ich gerade. Leuchtstein, okay. Wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen, wer macht das schon? Nur manchmal will man bei so vielen reinschauen, aber das schaffst du gar nicht. Ja, das ist das Problem. Es gibt halt zu viel. Es ist, klingt zwar doof, aber es gibt halt zu viele Streamer. Zu viele gute Streamer. Ich bleibe nicht etwas wegen beidem. Ja. Ja gut, es muss halt schon passen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich und Call of Duty zum Beispiel, wir wären gar keine Freunde. Das kannst du bei mir voll knicken. Ich will wissen, was das ist. Das würde ich jetzt mal herausfinden. Abfug, wie geht denn das? Achso, du bleibst noch wegen etwas bei ihm. Okay. Alles klar. Ja, wie gesagt, fühl dich wohl, fühl dich geflauschi-bauschit. Ich muss das echt mehr lassen. Haha. Immer im Blick behalten, ne? Maybe, wenn Arm ist etwas lost und vergesslich. Ich glaube, das sind wir alle mal. Was ist das? Oder habe ich. Warte, habe ich da vielleicht. Ne, ist keine. Es ist keine Markierung, die ich nur durch das Ding sehe. Durch Twitch habe ich. Durch Twitch. Ne, wir haben uns auf Twitter kennengelernt, meine ich, oder? Ich reite ja hin. Ich glaube, wir haben uns durch Twitter kennengelernt. Aber so oder so, wir sind auf jeden Fall echte Buddies geworden. Wir sind so geworden. So. Also. Bin ich auch echt froh drum. Hat mir so das letzte Jahr echt so ein bisschen den Arsch gerettet. Hallo? Ja, wir haben uns durch Twitch über Twitter kennengelernt. So rum. Ja, ich dachte, ich hätte vielleicht was markiert gehabt, was ich vergessen habe, aber dem war nicht so. Ja, und dass du verschrieben hast, ganz ehrlich, das ist vollkommen normal. Ey, jetzt ist es weg. Ist das so ein Ding, das nur nachts auftaucht? Das kann natürlich gut sein. Ich gebe mich mal ausruhen hier. Vielleicht so ein Nacht-Dings da. Ja, yeah, eine Übernachtung. Normales Bett, bitte. Oh. Oh. Jupp, wir haben genug geschlafen. Jetzt sind sie irgendwie weg, oder bin ich doof? Huh.
kann eigentlich Luxus. Da hast du, glaube ich, wenn du da einen Luxus schläfst, hast du, glaube ich, ein paar Herzen mehr. Ja, das ist... Ah, da hinten ist es. Okay, ich sehe es wieder. Okay, ist so ein Nachtphänomen, okay. Ja, habe ich gesehen. Das ist ein Wort, das Twitch selber gesperrt hat. Da, ich kann es auch nicht freigeben. Er hat gefragt, ob du dich mit Redstones in Minecraft auskennst. War ein Wort drin, das Twitch selber blockiert. Da kann ich auch nicht freigeben. Ich habe es zwar erlaubt, aber steht nur Feedback. Der meint wahrscheinlich eher Redstones. Okay, das Ding leuchtet nur nachts. Okay. Brücke, okay. Hier waren wir noch gar nicht drüber. Sternensplitter. Ein Stern, der vom Himmel gefallen ist. Er ist sehr selten und erzielt hohe Preise, aber kann auch als Kochzutat wahre Wunder bewirken. Ach, hör auf. Okay, cool. Wir haben gerade einen Stern gefunden. Hallo, ich würde gern... Hallo, Pferd! Bitte nach links. Irgendwer hat das gerade nicht nach links geschlagen. Rechts, meine ich. Ja, Twitch ist etwas streng mit einigen Wörtern oder Begriffen. Ja gut, das Wort, was die jetzt hier gesperrt haben, das kann ich verstehen, dass es komplett gesperrt ist. Das kann ich vollkommen verstehen. Finde ich auch gut so. Ich muss unbedingt FIFA 21 in meinem eigenen Chat sperren. So eine Schande von Videospiel will ich nicht haben. Nein. Da müsste ich auch Cyberpunk doch sperren. So, okay. Da wir jetzt den falschen Turm vorhin gemacht haben, das hast du mich, bist du gut drin? That what she asked? Das war jetzt richtig doof. Da wir jetzt den falschen Turm genommen haben, als ich eigentlich wollte, bin ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Ich schlafe jetzt nochmal bis tags. So, ich sag jetzt mal, was Luxusbett hat, ne? Wir haben jetzt 6 Herzen. Gucken wir mal. Welches Wort wurde komplett gesperrt? Das hatte der Mitchell oben angezeigt. Wir kriegen jetzt ein gelbes Herz mehr dazu. Ja. Also wir kriegen ein Herz mehr dazu. Also einen Treffer mehr können wir aushalten. Okay. So, jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach rechts und reiten dann hier rüber. Chester macht hier mal wieder ein paar Leute klar. Chester, Alter, was habe ich denn jetzt damit? Mitchell macht wieder ein paar Leute klar.
Das Pferd hatte Angst vor einem Baumstamm. Alles klar. Oink, oink, oink. Okay. Also eigentlich wollte ich ja den zweiten Titan irgendwie langsam mal finden. Hat sich ja wohl jetzt nicht unbedingt so einfach ergeben. Also ich würde jetzt auf... Ich gucke jetzt mal, was hier so ist, ne? Also hier in dem Hylia-Wald. Hier wird es wahrscheinlich noch einen Schrein geben. Mindestens einer. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns langsam mal hier rüber begeben. Zum Stempel. Und schauen, ob wir dann da irgendwie noch den Turm aktivieren können. Sagen wir es dann leichter, wenn wir dann den, zweiten Titan machen. 80s Gamer and Son, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Oh. Okay, hier ist es ein bisschen gruselig. Jetzt wird es gruselig. Schön, dich zu sehen und zu hören. Oh, das ist aber lieb. Oh, oh, cute, cute. Ja, ich bin auch mal wieder ein bisschen aktiver auf Twitchele. Ich gehe davon aus, dass ich den Fackeln folgen muss. Die sind so schön in der Reihe aufgebaut. Bin ich jetzt schon im Wald? Ja, ich bin schon im Wald. Okay. Also ich kenne das Spiel halt gar nicht, ne? Das, was ich davon gesehen habe, habe ich schon alles hinter mir. Deswegen gehe ich mal davon aus, weil das halt sehr auffällig hier ist. Was ist die nächste Fackel? Ist hier hinten das? Okay, da hinten ist eine. Alter, ich dachte, der Fuchs greift mich an. Okay, hier sind jetzt zwei Fackeln. Ah, okay, verstehe. Ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. Okay, wir sind... Ich würde sagen, gehe ich mal in die Richtung, ne? Also cooles Game habe ich es selber noch nicht durchgespielt. Fun Fact, ich auch noch nicht. Der Baum ist hohl, das heißt, da könnte vielleicht was drinne sein. Ah, gruselig. Also bisher finde ich das Spiel auch echt cool, auch wenn ich hier und da Probleme habe mit der Steuerung. Okay, so sollte es aber nicht laufen. Und die Rätsel sind teilweise für mich echt übermäßig knackig. Okay, wir werden also immer wieder zurückgespawnt. Das heißt, wir müssen den richtigen Weg finden. Die Frage ist halt, welcher ist der richtige Weg? Müsst ihr auch alle Crocs finden? Ich versuch's. Schaffen werde ich es mit Sicherheit nicht. Oh nein. Also ich werde das Spiel definitiv nicht hundertprozentig durchkriegen. Die Frage ist halt, ob ich es überhaupt durchkriege. Das ist natürlich die große Frage. Kann, werde und will ich auch nicht beantworten. Ah ja, ne, weiter erinnere ich mich. Okay. Dann kannst du mir vielleicht sagen, wo ich lang soll. Nein! Klar, schaffst du das. Ja, schaffen? Schon. Machen? Ah, verdammt, jetzt bin ich wieder hier vorne. Ja, die Rätsel sind heftig zum Teil. By the way, schöne Lichtstimmung bei dir in der Cam. Danke. Vielen, vielen Dank. Hat mich eine Ewigkeit gekostet, das so hinzukriegen. Ich fand, lila und blau beißt sich irgendwie so. Ja, lila und blau und orange finde ich besser. Danke auf jeden Fall.
Und es ist eine Beleuchtung, die mich nicht blendet. Das war ganz, ganz wichtig. Da. Habe ich das Ding noch? Ja, habe ich. Okay. Also, falls jemand weiß, wo ich wie lang muss, bitte gerne Bescheid sagen. Ich mag sowas nicht, wenn ich keine Anhaltspunkte habe. Ich gehe mal davon aus, dass es hier einmal den Weg gibt und dann vielleicht hier einmal. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Wald wichtig für das Schwert. Ich will nicht zu viel spoilern. Ja, okay. Gut, das Schwert an sich ist ja nicht so wichtig, ne? Hat man mir gesagt, mehrfach. Deswegen... Das lief jetzt nicht gut. Oh, Twitch Prime heißt das Prime Gaming. Ja, das ist schon seit... Ich glaube, letzten Jahres so. Okay, weißt du was? Ich speichere hier nochmal kurz. Macht es vielleicht einfacher, wenn ich dann jetzt... Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Echt, ist mir nie aufgefallen. Hält einem auch nicht wirklich auf, weil es haben... Also Twitch Prime steht da jetzt Prime Gaming. Na toll. Mir ist es im Namen auch nicht aufgefallen. Ich habe es halt nur irgendwo gelesen. Doch, an sich schon. Das hat mir das Endgame sehr erleichtert. Ja, okay. Gut, das kann sein. Aber ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Deswegen macht das ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Sinn, hier weiter rumzuirren, ne? Ich meine, es gibt auch keinen Anhaltspunkt, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nein, nein, oh nein. Jetzt habe ich das Pferd gerufen. Oh, scheiße. Das ist Kacke. Ich muss warten, bis das Pferd hier ist. Voll Deppen. Warte. Muss ich noch rausnehmen. Gut, ich würde sagen, wir reiten erstmal hier raus. Weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ja, ja, ich muss schauen, ob ich Feuer irgendwo neben sehen kann, aber ich sehe nichts. Ich glaube eher, dass ich mit dem Feuer... ...mit der Fackel eher irgendwo ein Feuer entzünden soll. Ich glaube eher, dass ich zu früh im Wald bin. Wahrscheinlich muss ich erstmal die Info haben, dass der Wald wichtig ist. Deswegen machen wir es später mal. Wie man es einfach... Sonst geht es immer noch gut, oder? Oh, du blödes Pferd. Wenigstens verlieren wir dadurch kein Leben. Ja gut, dann sind wir halt schneller draußen. Ja, weil ich zurückgeritten bin. Deswegen war da Feuer im Nebel. Halt! Ich war nicht mal im Wald drinne? Eine neblige Angelegenheit. Gut. Dann reiten wir erstmal wieder zurück hier. Wäre jetzt richtig mies, wenn ich es machen muss. Kann ich hier außen rumreiten? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal versuchen. Also ich weiß nicht wieso, aber irgendwie lässt sich das Pferd gerade voll schwer lenken. Nicht, dass mein Controller jetzt langsam mal kaputt geht. Das wäre mega, mega ätzend. Das hatte ich erst bei The Witcher. Dass ich das Spiel erstmal pausieren musste. Zwangspausieren. Okay, ich komme hier nicht aus drum. Okay, alles klar. Ach, ist das der Dekobaum da hinten? Also ich könnte mir vorstellen, dass das der Dekobaum ist. Oder war. Okay, muss ich einen anderen Weg nehmen. Gut, muss ich hier lang gehen, okay.
Na gut. Irgendwann machen wir den Wald. Servolenkung kaputt? Ja. Ja, nee, ich glaube, er ist der Controller. Gezähmt ist das Pferd schon vollständig. Denke ich mal. Es ist eher der Controller. Vielleicht hat der Controller einen Klatschcheck oder sowas. Weil wenn ich nach links gehe, geht das Pferd nicht nach links. Oder ich drücke nicht richtig. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Das Pferd hat Allradantrieb. Ich weiß, wie man tätschelt. Hier. Da. Wenn ich weiter so tätschel, hat das Pferd kein Fell mehr. Haben wir vorhin Disney Infinity gezockt. Voll lustig und cooles Game. Ja, hab ich doch gesagt. Also klappt das. Ich glaube, das hole ich mir auch mal. Ja, dann haben die die normale Version haben sie dann wahrscheinlich vom Server gekickt. Für 2 Euro und alle Figuren. Why not? Vor allem bietet das Spiel auch sehr viel Abwechslung. So, wir reiten nochmal auf anderem Wege dann dahin. Das hier sieht ziemlich gebirgig aus, also könnten es die Goronen sein. Was bist du denn? Ah, eieieiei. Hi. Okay, ich muss hier runter, alles klar. Ja, die Fackel will ich jetzt nicht haben. Nein, 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 nein. Kann ich ihn nicht treffen? Hä? Oh, ernsthaft? Heieieiei. Da haben sie sich gerade über Disney Infinity. Ich finde schade, dass man es nicht online Koop spielen kann. Oder generell Koop spielen kann. Finde ich sehr schade. Es ist nur Couch-Koop. So, das Pferdchen ist da hinten. Okay, wir gehen jetzt ab hier gehen wir jetzt zu Fuß. Weil ich glaube kaum, dass das Pferd hier lang geht. Und da das Gebirge hier ist. Irgendwie habe ich gerade. Oh nein. Wie besiegt man die denn? Okay, so schon mal nicht. Schon wieder Freitag, Urlaub fast vorbei, ja. Okay, die machen aber gut Schaden hier. Und wie besiegt man die? Nein. Nein. Autsch. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die besiegen soll.
Ups. Nein, Mann, hör doch auf zu pfeifen, ey. Oh Gott. Kann ich damit irgendwas nachgucken? Album? Ein junger Irok, noch ist er leicht genug, um ihn hochzuheben. Ach, ernsthaft? Ernsthaft, ich muss sie hochheben? Okay. Spezialrüstung? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nein, das wollte ich gar nicht. Ist doch nur Englisch. Okay, den da oben kann ich aber wegklatschen. Rotes Schleimgelee. Alter, was für ein Schlag. Das war jetzt unnötig. Na toll, ich bin dann gestorben. Noch ein Mob-Lanze, danke. Gut, das war jetzt nicht unbedingt das Beste, was ich machen konnte, aber okay. Auch wenn man es nicht glauben will, Englisch ist wichtig. Außer man kann es perfekt. Es ist so ruhig hier gerade im Spiel. Mein Gott, ich hatte in Englisch auch immer nur Vieren, Dreien und Fünfen. Ganz ehrlich. Prozent der Dinge, die ich lese, reime ich mir immer nur irgendwie zu. Wie oft wird man wiederbelebt? Einmal. Oh! Oh, Link, hör doch auf, immer die... Hallo. Das ist so ätzend, weißt du? Der greift lieber 50 Mal in dieselbe Richtung an, anstatt, weißt du, ich drück nach links. Da wäre es doch viel effektiver, als dass er einmal so um sich rumschlägt. Nein, er schlägt lieber 50 Mal in dieselbe Richtung. Gottes Willen. Die Welt wird immer digitalisierter und da wird bei den meisten dann nur Englisch geben. Also nicht vernachlässigen. Ja gut, Englisch ist halt
Es ist Tatsache, Englisch ist halt wichtig. Punkt. Es ist wichtig halt einfach. Das Problem ist aber, wenn man nicht dran bleibt, dann endet man so wie ich mit dem, ja, ich muss mir alles irgendwie zusammenreimen. Okay, hier ist ein Stein. Toll. Ist das ein Feuerstein hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Nein, ist kein Feuerstein. Ich sage nur Bullet, Bullet, Bullet. Ja, das U wird im Englischen wie ein A ausgesprochen. So habe ich es halt gelernt. Punkt. Wenn es falsch ist, ja, dann sorry, dann beschwert euch bei der Englischlehrer. Ich hab's halt so gelernt. Ups, was nicht. So. Nächsten Krog gefunden. Da juckt es mich gerade. So, ich brauche diesen dämlichen Turm. Da hoch muss ich, okay. Ja, ein Krogrätsel, ja. Das scheiß Ding auch noch Feuer. Königs Zweihänder. Da ist noch irgendwas weggeflogen, egal. Wow. So, die Waffe ist, Waffentasche ist voll. Ach komm. Ritterschild, okay. Ritterschwert, na toll. Alter, was sie für Power haben, ey. Ja, roll ich noch weiter. Hat der Typ geschlafen? Ja, der Typ hat geschlafen. Tatsächlich. Uff, Na toll, das Fett kommt nicht. Ja, natürlich hau ich ihm vorher einfach eine. Ganz ehrlich. Wer bei der Arbeit pennt, hat es nicht anders verdient. Punkt.
aus dem Weg, ey.